Questquest hier Vergeltung. Muss ich das auch schon verfolgen? Weil ich muss Markwart von Aulitz finden, um meine Eltern zu rächen. Ich meine, der ist mir ja am Anfang hier meilenweit überlegen, oder nicht? Ja, ich habe die Quest Vergeltung habe ich auch noch auf. Okay. Hat der auch noch nicht gemacht. Ich spiele ja auch schon seit bestimmt schon 20 Stunden. Wie ist denn das mit dem Klauen? Also ich kann eigentlich, also wenn ich nicht erwischt werde, kann ich doch hier alles klauen. Das ändert doch nichts am Spiel, oder? Nee, aber wenn du erwischt wirst, ist es halt, kriegst du schlechtere Preise. Die Leute merken sich das. Das ist dann quasi dauerhaft. Bist du dann am Arsch. Suchst du nach mir? Also okay. Aber nur wenn ich... Wenn du einmal was klaust, dann je öfter du was klaust, desto mehr Leute wissen es halt und so. Aber nur wenn ich erwischt werde, oder wie? Ja, natürlich nur wenn du erwischt wirst. Woher soll man es sonst wissen? Oder wenn du zum Beispiel bei einem Händler in ganz viele verschiedene Waren anbietest, selbst wenn die nicht geklaut sind und du ganz viele verschiedene Sachen, zum Beispiel ein halb kaputtes Hemd und noch irgendein Mist und noch irgendwas, dann sagt er so, ja, das ist bestimmt geklaut, das kauft er nicht. Und bezeichnet dich als Dieb. Hey, pass auf! Rüpel! Also darfst du dich einfach nicht erwischen lassen, das ist eigentlich das Wichtigste. Oh. Ach, hätten wir die Grafik bloß an Mortal, ey. Oh, ich glaube, wir sind alle Mortal. Grüß dich! Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Nein. Was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack und... kurz gesagt, es war seine eigene Schuld. Und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Fritz, sei kein Narr. Ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst dir den Harten markieren? Komm zur Vernunft. Fahr zur Hölle, Heinrich. Du und Elias. Pah, einer schlimmer als der andere. Dann macht doch, was ihr wollt. Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier... Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Ich habe mit ihm geredet und fand ihn ganz in Ordnung. Versuch mal mit ihm zu arbeiten. Er ist eine hinterlistige Schlange und ein Großkotz.
Du solltest sehen, wie er sich rausputzt, wenn er mit Lorenz würfeln geht. Wer ist Lorenz? Auch ein Gehilfe? Ja, aber bei der Nachbarmühle. Man nennt ihn den Zaunkönig, weiß der Teufel wieso. Thomas geht dort zum Würfeln hin. Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schrecklich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Es ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthias nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen. Aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine. Aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder... Ich denke darüber nach. Ich möchte mich im... Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut, aber nur gegen Silb. Vielleicht ein anderes Mal. Scheiße. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Also... Ich möchte... Selbstverständlich. Ich möchte meine... Zuerst... Ich möchte... Gut. Ist das nicht etwas... Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Einverstanden. Hör gut zu. Du kannst betrunken 30% besser Schlösser knacken. Verursachst aber 30% mehr Lärm. Das ist eine geile Fähigkeit.
Glück und Gesundheit. Bitte bring mir bei, wie man sich... Gewiss doch. Ich möchte... Nur wenn du schon was auf dem... Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist. Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein, er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen, aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt, er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Hm. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Tja, fang hier an, dann wirst du schon sehen. Und was tut er den lieben langen Tag? Packt er mit an? Der war gut. Er beobachtet immer nur alle und fasst die Säge nur an, wenn der Müller auftaucht. Was nicht allzu häufig vorkommt. Warum? Neulich hat er sich fast den Daumen mit einem Meißel abgehackt. Eine Axt würde ich ihm auch nicht in die Hand drücken. Er ist also ungeschickt und arrogant. Das habt ihr auch über euren letzten Vormann Wendel gesagt. Ja, aber bei ihm konnten wir uns zumindest ab und an mal vom Acker machen. Das geht hier nicht. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich rede mit ihm. Danke. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Gott sei mit dir. Lorenz aus Budin lässt ausrichten, dass er heute Abend Zeit und Groschen hat. Lorenz aus Budin? Der Zaunkönig. Du hast mit Pech... Das hat dich nicht zu interessieren. Ich hab dir gesagt, was ich sollte und... Spiel dich nicht gleich so auf. Hab sowieso zu tun. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie... Ich gebe ihnen zu fressen und sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihnen zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt.
Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ach, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl, der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Könntest du mir etwas über... Selbstverständlich. Ich möchte die... Gut. Jetzt... Könntest du mir etwas... Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut. Ab... Ist das nicht etwas... Sind wir uns... Mehr... Hör gut zu. Könntest Ich möchte mal... Zuerst musst du... Ich denke darüber nach.
Jo. Na, immer noch im Zocken. Ich schätze mal, du hörst heute auch nicht auf, oder? Ach, ich würde hier gern schon. Alchemietrunk, Katerbier. Ja, da würde ich sagen, machen wir am Wochenende Mortal Transport und so. Dein Decay und transportieren und die ganzen Mods und so. Und das Haus, ne? Ich habe jetzt angefangen, Elementalism-Spells einzulesen. 2 Tage, 13 Stunden. Lässt sich was am Preis machen? Okay. Mhm. Hallo? Hallo. Hi, Tobi. Einverstanden? Mehr. Bäumi, du alter Sack. Hallo. Na, wie geht's euch? Also kein Handel. So, müde. Fertig. Besprechen wir den Preis. Mhm. Das ist ein schlechtes Angebot. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort keinen Kräuterwald? Oh doch, aber die wollte nicht. Heiß. Sie ist eine Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Was denn? Du weißt ja, wie die Leute reden. Vor allem über jene, ja, die besser dran sind als sie selbst. Bin weißt du etwas über Exorzismus? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch zocken will.